Willkommen, willkommen aus Frankfurt. Wir sind bei Panasonic und haben hier natürlich viele, viele Fernseher vor uns. Wir haben schon ein paar davon gefilmt. Jetzt kommen wir aber zu den interessanteren Designs auf jeden Fall. Denn 4K ist so eine Sache, aber natürlich schaut man den Fernseher auch an, wenn er im Wohnzimmer steht, wenn er auch mal aus ist. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mit der DX700-Serie nicht nur ein schöneres Bild zu bekommen mit HDR, natürlich noch kein HDR Premium, aber auch noch mehr Standfuß-Designs. Kann auch interessant sein für manche Käufer, denn je nachdem, ob man einen breiteren Tisch hat, kann man die sozusagen nach außen hinstellen, die Standfüße, oder wenn man einen nicht ganz so breiten Tisch hat, gibt es die Möglichkeit, die auch noch ein bisschen weiter in der Mitte anzubringen für kleinere Tische, aber auch dann trotzdem immer noch mit einem großen Bild. Das Bild schaut übrigens genial aus. Ich nehme ja hier mein 4K auf und ihr könnt ja auch hoffentlich sehen, dass das 4K-Bild auch super ist, aber 4K-Abfilmen mit der Kamera ist dann doch immer ein bisschen anders. Was aber noch hier wichtig ist, dass wir auch Local Dimming haben, also gerade bei Filmen mit vielen Schwarzwerten ist es wichtig, dass ihr helle Stellen hell seht und dunkle Stellen dann nicht ganz so hell seht, beziehungsweise die so schwarz sein sollen wie möglich, was natürlich bei OLED auch so eine Geschichte ist, die einfach viel noch vibranter sozusagen dargestellt wird, aber so kann man das Ganze günstiger einfach lösen. Zum Beispiel bei der Premium 900er Serie haben wir dann 512 Local Dimming Punkte, die wirklich begeisternd sind. So, beim Design hat natürlich Panasonic hier auch weiterhin dran gefeilt, dass die Geräte immer dünner werden. Hier sieht man das ganz schön. Und wenn ich die Kamera ein bisschen weiter nach hinten halte, dann seht ihr von den Anschlüssen nicht allzu viel, denn die sind natürlich verdeckt. Aber auch an die Wand könnt ihr den Fernseher wirklich super einfach anbringen, egal welche Größe. Das sollte kein Problem sein. Und mehr erzähle ich jetzt dazu gar nicht, auch zu den Preisen und ähnlichem nicht. Die kommen ja erst Anfang des Sommers auf dem Markt und werden je nach UVP und je nach Laden entsprechend verschiedene Preise bekommen. Die Panasonic Vira Fernseher hier jetzt, das war der DX700. Wir machen weiter mit den noch teureren, noch größeren, noch schickeren Geräten mit entsprechend noch mehr Funktion auch im Bedienungsbereich, auch im Tuner-Bereich hier, natürlich auch Firefox und ist alles mit dabei, aber das ist ja sozusagen bei den kleineren ab 4K-Fernsehern ja mittlerweile auch Standard drin. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gál und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren für weitere interessante Videos, nicht nur über Fernseher, sondern über vieles, was mit Technik zu tun hat.